Christus, Licht der Welt. Gott sei ewig Dank. 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 Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Gemeinde, für uns Christen wird durch Ostern alles anders, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre es nicht das, was es ist. Aber er ist auferstanden. Na gut, ihr fragt euch, was sich da für euch ändert, wenn einer, der euch vielleicht ein bisschen fremd ist, von den Toten aufersteht. Ich kann verstehen, dass ihr nicht sicher seid, ob das gut oder doch eher schlecht für euch ist. Schließlich, wenn man bei uns etwas mit Toten zu tun hat, die wieder leben, dann wahrscheinlich, weil das in einem Film im Fernsehen gezeigt wird oder bei einem Streamingdienst von mir aus. Im besten Fall ist das dann eine Komödie, meistens aber eher Grusel oder vielleicht sogar Horror. Dazu kann ich nichts sagen. Aber zu dem Jesus, der tot war und wieder lebt, kann ich etwas sagen. Das ist weder Komödie noch Horror. Das ist einzigartig, wunderbar. Denn dieser Jesus verwandelt sich durch seinen Tod nicht in ein Monster, auch nicht in einen kalten Rächer, der alle erledigt, die zuvor gegen ihn waren. Für den Auferstandenen gilt, er bleibt so, wie er schon zuvor war. Einer, in dessen Nähe man gerne ist. Du kannst mit ihm im Gebet reden, du kannst auf ihn zählen. Was er versprochen hat, das gilt. Und das ist, Jesus Christus will nicht vernichten, sondern helfen und retten und Menschen zum wahren Leben führen. Und er will, dass wir verstehen, wie Gott ist. Die erste Lektion dabei ist, fürchte dich nicht. Denn Angst ist nicht das Klima, in dem Gott mit dir umgehen möchte. Das gilt für die Begegnung mit dem Auferstandenen. Im Wochenspruch für die Osterwoche aus Offenbarung 1 steht das auch. Da spricht der Auferstandene Christus zu uns. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich glaube, das ist eine richtig gute Nachricht für uns. Dieser Jesus will, dass eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit herrscht, wenn du gerade darüber nachdenkst, das Gespräch mit ihm neu zu beginnen oder fortzuführen. Also keine Panik, wenn wir an Ostern sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Warum bin ich gewiss, dass er lebt und für mich da ist und auch für euch? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich meine, die Gewissheit wächst aus dem gelebten Vertrauen. Das Vertrauen, mit Jesus zu leben, ist auch nicht immer einfach. Aber da, wo ich es schaffe, merke ich, dass er sogar die schwierigsten Dinge zum Guten verändern kann. Also zum Beispiel mich. Und im Blick zurück entdecke ich dann manchmal Dinge, über die ich nur staunen kann. Und dann fällt es mir doch auch wieder leicht, ihm zu vertrauen, weil ich erlebe, dass die Schlüssel, die er in Händen hält, schon jetzt das Tor zur Freiheit, zur Freude und zum Leben aufschließen. Also los geht es.
mit dem Auferstandenen ins Leben. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lasst uns beten. Auferstandener Herr, du willst, dass wir voller Vertrauen zu dir kommen und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Darum beten wir und sagen dir Dank, dass du uns mit Liebe begegnest, dass du uns freundlich annimmst, dass du uns hörst und hilfst. Und so bitten wir, hilf uns, dass unser Vertrauen auf dich wächst, dass unsere Worte nicht ins Leere gehen, dass wir den Weg zum Leben finden, schon jetzt und auch später. Zeige uns, was wir für andere tun können, dass sie die Angst verlieren und die Kraft des Vertrauens auf dich erfahren. Wir bringen dir unsere Welt. Wir sind, wie viele andere auch, in Sorge um das Leben und die Gesundheit von vielen Menschen und um Wohlergehen und Frieden für die Völker der Welt. Lass uns dazu unseren Beitrag bringen. Wir bitten dich um deinen Schutz für die Menschen in unseren Wohnheimen und Krankenhäusern, für die Menschen, die durch irgendeine Vorbelastung besonders gefährdet sind. Wir bringen dir auch die Menschen, die in der Pflege arbeiten, mit ihren Sorgen. Bewahre sie, dass sie trotz aller Schutzmaßnahmen nicht jemand von den besonders Gefährdeten unbeabsichtigt anstecken. Hilf, dass es ausreichend Schutzkleidung gibt. Lass Pflegekräfte selbst nicht krank werden, damit die Belastung für die anderen in der Pflege nicht weiter anwächst und die Versorgung der Patienten nicht weiter eingeschränkt werden muss. Stärke sie in der Zeit der Ungewissheit, bis klare Testergebnisse vorliegen. Und wenn neue Patienten dazukommen, so hilf, dass durch sie niemand angesteckt wird. Bewahre alle vor schlimmen Folgen. Lebendiger Herr, so befehlen wir uns dir an. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen eine frohe Osterzeit, trotz all der Bedrängnisse, viel Fröhlichkeit, viel Hoffnung. Vergessen Sie nicht, unser Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und so gehen Sie nun mit seinem Segen in diese Woche und in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.